Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Sitzung der Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Jetzt im zweiten Versuch. Mein Aufnahmeprogramm ist eben schon mal abgestürzt. Heute machen wir nichts Inhaltliches, da ich keine inhaltlichen Fragen von Ihnen habe, sondern einfach nur die allerletzten organisatorischen Sachen. Ich gehe auf den Ablauf der Klausur ein, der E-Klausur, und zeige Ihnen endlich mal, wie die Oberfläche der E-Klausur aussieht. Hier nochmal der Semesterplan. Wir sehen, wir sind in der letzten Woche angelangt. Nächste Woche Donnerstag ist die Klausur. Und genau, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Klausur findet statt im E-Klausuren-Center in der Kurt-Wolters-Straße 5. Das ist hier. Wir schreiben von 10 bis 12. Aber damit, damit alles glatt läuft und damit alle Fragen vorher beantwortet werden können, würde ich Sie bitten, bis allerspätestens 9.45 Uhr da zu sein. Das E-Klausuren-Center hat einen gekennzeichneten Eingang. Ja, also bitte bis spätestens Viertel vor 10 da sein, damit alle Formalia vorher geklärt werden können. Genau. Dann zum Ablauf. Alles, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, ist quasi abgeschrieben von der Homepage des E-Klausuren-Centers, von der Unterseite Informationen für Studierende. Wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie auf die Seite. Nicht im Video, sondern wenn Sie auf der Folie draufklicken. Genau, da gehen wir einfach mal die Hinweise ganz durch. Am Prüfungstag begeben Sie sich zum Einlass des E-Klausuren-Centers. Beim Eintreten nehmen Sie sich das Etikett, auf dem Ihr Name, ein Vorname oder ein Kennwort steht. Das Kennwort brauchen Sie später zum Einloggen. Sollte für Sie kein Etikett bereitliegen, obwohl Sie sich sicher sind, dass Sie sich im HIS rechtzeitig angemeldet haben, dann sprechen Sie mich einfach an und wir richten für Sie einen Account ein. Ob die Klausur wirklich gewertet werden kann oder nicht, müssen Sie dann persönlich im Nachhinein mit dem Prüfungsamt ausmachen. Ich kann das als Prüfer nicht entscheiden. Genau. Sie hängen Ihre Jacke an die dafür vorgesehene Garderobe und suchen sich einen freien Platz. Sie melden sich aber noch nicht an Ihrem Rechner an, sondern warten darauf, dass alle einen Platz finden. So, wenn alle einen Platz gefunden haben, sagen ich und die Mitarbeiterin vom E-Klausuren-Center noch etwas zu der Klausur und zu der Nutzung des E-Klausursystems. Im Zweifel sollten Sie da nichts Neues erfahren, wenn Sie das Video von heute gesehen haben. Aber ja, es ist wichtig, alle Hinweise sollten Sie einmal gehört haben. Sie können in der Zeit schon mal Ihren Ausweis und Ihren Studentenausweis auf den Tisch legen. Und außer diesen zwei Sachen und Schreibsachen sollte nichts auf dem Tisch sein. Genau, wenn alle einen Platz gefunden haben, sagen ich und jemand vom E-Klausuren-Center noch was zur Klausur, zu der Nutzung der Klausur. Dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, können Sie sich in das Klausursystem einloggen. Dazu benötigen Sie Ihre Matrikelnummer erstens und zweitens das Passwort, was auf Ihrem Etikett steht. Und wenn das klappt, sollte klappen, können Sie die Klausur starten. Papier für Notizen bringe ich mit, damit Sie da, damit Sie nebenbei sich Notizen machen können. So, noch ein paar Hinweise zum Ablauf der Klausur. Ich werde kein automatisches Zeitlimit einrichten. Das heißt, wie bei einer ganz normalen Klausur, sage ich am Ende an, wenn Sie haben noch 5 Minuten und wenn die Zeit dann vorbei ist, sage ich, die Zeit ist vorbei. Und dann hören Sie auf, die Klausur zu bearbeiten und schicken Sie ab. Ja? Es gibt rechts unten in der Oberfläche ein Feld, das heißt Submit, oder wenn wir Glück haben, heißt es bis nächste Woche schon Klausur abgeben. Und wenn Sie da draufklicken und bestätigen, dann geben Sie die Klausur ab. Und das tun Sie dann auch am Ende des Zeitlimits. Und wenn Sie sich nicht dran halten, kann ich mir problemlos, also wenn es ganz schlimm sein sollte, kann ich mir problemlos Ihren Namen aufschreiben und
Im System wird ganz genau festgehalten, welche Bearbeitungen zu welcher Zeit gemacht werden. Und ich kann, wenn Sie ganz unverschämt noch weitermachen, dann kann ich Ihnen Ihre letzten Bearbeitungen aberkennen. So, von daher, wie bei einer ganz normalen Klausur auch, wenn ich sage, die Klausur ist vorbei, geben Sie die Klausur ab. So, ganz wichtig, im Klausursystem, das zeige ich Ihnen gleich, gibt es eine sogenannte Navigationshilfe. Navigationshilfe ist hilfreich, denn Sie können dort erstens sehen, wie viele Fragen es gibt insgesamt. Sie können dort sehen, welche Frage Sie gerade bearbeiten, und Sie können einzelne Fragen auch markieren. Und in der Navigationshilfe sehen Sie dann, welche Sie markiert haben. Ne? Also Sie können welche markieren, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder wenn Sie sie überspringen wollen. Genau. Ganz wichtig, während der gesamten Klausur können Sie jederzeit Ihre eingegebenen Antworten verändern, ergänzen oder korrigieren. Okay? Das heißt, wenn Sie einmal einen Fragenblock bearbeitet haben und übergehen zur nächsten Frage, heißt das nicht, dass das schon abgegeben ist. Ne? Alle Fragen können Sie im Nachhinein noch verändern, und erst wenn Sie die ganze Klausur abgeben, geben Sie diese Fragen auch ab. Okay? Wie bei einer ganz normalen Klausur. Genau, und wie bei einer Papierklausur gilt auch, wenn Sie die Klausur einmal abgegeben haben, dann ist sie rechtlich gesehen auch abgegeben. Ne? Rechts unten, wie schon gesagt, gibt es ein Feld, das heißt Submit oder gegebenenfalls Klausur abgeben. Und wenn Sie da drauf klicken, gibt es erstmal eine Warnung, möchten Sie wirklich die Klausur abschicken? Und wenn Sie das bestätigen mit Ja, ist Ihre Klausur abgegeben. Und ja, wie bei einer ganz normalen Klausur kann ich Ihnen dann die Klausur dann nicht einfach zurückgeben, damit Sie da weiterschreiben. Okay? Ja, das heißt, wie im normalen Leben auch, wenn ein Warnfenster auftaucht, erst lesen, bevor Sie auf Ja klicken. So, und wenn Sie Ihre Klausur abgegeben haben und es noch sehr früh ist, dann können Sie sich aus Ihrem System ausloggen und können leise den Prüfungsraum verlassen. Allerdings habe ich bei meinen Klausuren grundsätzlich die Regel, dass 30 Minuten vor Ende der Bearbeitungszeit die Klausur nicht mehr vorzeitig abgegeben werden kann. Ne? Denn erfahrungsgemäß wird es einfach sehr unruhig im Klausurraum, wenn in der letzten halben Stunde ständig Leute aufstehen, um ihre Klausur abzugeben. Die rascheln dann und packen ihre Sachen ein, und der Reißverschluss geht auf und zu, und die Jacke raschelt und die Stöckelschuhe klappern. Und das ist alles sehr, sehr ablenkend, auch für die Klausuraufsicht. Ne? Die Klausuraufsicht kann dann auch ihre Aufgabe nicht mehr richtig machen. Von daher gilt bei meinen Klausuren immer, 30 Minuten vor Ende der Bearbeitungszeit wird nicht mehr vorzeitig abgegeben. So, und wie bei einer ganz normalen Klausur gilt auch hier, dass Sie selber vor Antritt der Prüfung entscheiden müssen, ob Sie sich prüfungsfähig fühlen oder nicht. Wenn Sie sich nicht prüfungsfähig fühlen, dann müssen Sie das vor Beginn der Klausur sagen und gehen und können sich ein ärztliches Attest für den Tag holen. Aber wenn Sie einmal mit der Prüfung begonnen haben, wird der Versuch gewertet, auch wenn Sie im Nachhinein für den Tag noch ein ärztliches Attest einreichen. Die Nutzung mobiler Endgeräte ist im E-Klausur-Center verboten. Für mich heißt das, im Zweifel werde ich jedes Handy oder anderes mobiles Endgerät, das sich an Ihrem Platz finde, als Täuschungsversuch werten. Ja, auch wenn das Handy aus ist oder das iPad. Von daher tun Sie sich selber den Gefallen und lassen Handy und iPad ganz aus und lassen Sie die Sachen in Ihren Taschen. Und die Tasche am besten, nachdem Sie Stifte und Studentenausweis rausgeholt haben, direkt zu Ihrer Jacke an die Garderobe stellen. Okay? Während der Klausur können Sie den Raum einzeln und nach Genehmigung durch die Aufsicht verlassen. Klar, wie bei jeder Klausur, falls Sie mal auf Toilette müssen oder einen rauchen. Aber anders als bei einer Standardklausur sind hier Getränke auf dem Tisch verboten, damit Unfälle mit den Rechnern vermieden werden.
Sie können ihr Getränk neben sich auf den Boden stellen, am besten ein bisschen Abstand lassen, damit sie nicht drüber rollen. Und wenn sie etwas trinken möchten, rücken sie ein Stück ab vom Rechner und können dann was trinken. Klingt ein bisschen umständlich, aber ist verständlich, dass das E-Klausurencenter diese Regel hat. Letzter Hinweis, falls der Worst Case eintritt und Ihr Rechner während der Klausur abstürzt, ist das in der Regel kein Problem. Sie sagen dann einfach der Aufsicht Bescheid und Sie können dann an einen anderen Rechner wechseln. Und weil Ihre Antworten ständig und automatisch gespeichert werden, sollten Sie in der Lage sein, problemlos Ihre Klausur an einem anderen Rechner, an dem anderen Rechner fortzusetzen. Und zwar an der Stelle, wo Ihr erster Rechner abgestürzt war. Ne? Ganz wichtig, ich sage es nochmal, falls Ihr Rechner abstürzt, sagen Sie einfach Bescheid und wir setzen Sie dann an einen anderen Platz und Sie können dann an der Stelle, wo der Rechner abgestürzt war, weitermachen. Okay, das war's zu den allgemeinen Hinweisen und dann gleich geht es dann weiter mit, ja, mit der Oberfläche der Klausur.